In den nächsten Videos sprechen wir mal ein bisschen über Affiliate-Marketing beziehungsweise ganz konkret über ein Plugin, das du verwenden kannst, wenn du das Amazon-Partnerprogramm nutzt, also wenn du auf deiner Webseite Affiliate-Links zu Amazon setzt. Dieses Plugin hat eine Menge Vorteile gegenüber den einfachen Links, die du von Amazon kriegst und die du dann zum Beispiel in deine Blogartikel einfügen kannst. Welche Vorteile das sind und was du generell mit dem Plugin machen kannst, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Wenn du bei Amazon einen Affiliate-Link erstellen möchtest, dann gehst du ja hier ins Partnernet rein und kannst dann hier nach einem Produkt suchen. Ich habe jetzt hier beispielhaft mal mein Buch eingegeben und dann kriegst du hier die Suchergebnisse angezeigt und gehst dann beim gewünschten Produkt auf Partnerlink individualisieren und dann kannst du hier einen HTML-Code kopieren und für Bild und Text zum Beispiel oder du holst dir hier einfach nur den Textlink, sodass du das Ganze dann eben in deinen Blogartikel an der passenden Stelle einfügen kannst. Soweit so gut. Das war es dann aber halt irgendwie auch schon an Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Also du kannst hier Bild und Text oder jeweils einzeln einbauen, aber mehr eben auch nicht. Und wenn du zum Beispiel Preise in deine Texte einfügen möchtest, weil du mehrere Produkte vergleichst, dann musst du die natürlich auch jederzeit händisch anpassen. Also da passiert jetzt nichts automatisch, wenn sich der Preis mal ändert, weil du eben nur die Links in den Text einfügen kannst. Und hier kommt jetzt das Plugin ins Spiel, das ich gerade angesprochen habe. Und zwar heißt das Plugin AAWP. Das steht für Amazon Affiliate WordPress Plugin und ist wirklich eine absolut gute Wahl, wenn du auf deiner Website oder deinem Blog Affiliate-Links zu Amazon setzen möchtest. Ich habe es auch seit einigen Jahren auf meinem Blog Punkeriert im Einsatz und stell dir jetzt mal die wichtigsten Funktionen vor. Grundsätzlich kannst du das Plugin also nutzen, um Produkte von Amazon auf deiner Webseite einzubinden. Zum Beispiel, und das ist wie gesagt wirklich nur eine von vielen Möglichkeiten, in der Form von solchen Produktboxen, wie ich sie jetzt hier mal im Blogartikel eingebaut habe. Da wird hier das Bild angezeigt, der Titel bzw. also der Name des Produkts, dann haben wir eine Beschreibung und den Preis und dann gibt es natürlich den Kaufen-Button, wo dann dein Affiliate-Link hinterlegt ist. AAWP zieht sich hier automatisch alle Daten von Amazon und verpackt das Ganze auch noch sehr anschaulich. Wesentlich schöner als jetzt diese Text-Bild-Ausgabe von Amazon selber, wenn du mich fragst. Die Informationen, die jetzt hier in den Produktboxen angezeigt werden, sind dadurch natürlich auch immer aktuell, ohne dass du da händisch noch irgendwas anpassen musst. Und jetzt sind aber diese Boxen, wie gesagt, nicht die einzige Möglichkeit, Produkte einzubinden. Du kannst zum Beispiel auch solche Bestsellerlisten hier einfügen. In dem Fall wählst du einen passenden Suchbegriff. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einfach mal iPhone eingegeben und dann werden dir automatisch die Amazon Bestseller zu diesem Begriff angezeigt, auch wieder in Form dieser Produktbox mit der Beschreibung. Und was du jetzt hier auch siehst, was ich auch ziemlich cool finde, wenn das Produkt gerade reduziert ist bei Amazon, so wie das jetzt hier der Fall ist, dann steht das hier halt auch direkt mit dran. Also dann steht hier Angebot und dann steht hier in dem Fall sogar, ja, wie der Preis gerade reduziert ist, was natürlich auch nochmal dafür sorgen kann, dass die Leute viel mehr auf den Link zu Amazon klicken, weil sie sehen, es ist eben gerade ein Angebot. Genau solche Listen kannst du übrigens auch für Neuerscheinungen erstellen. Also wenn du immer die neuesten Produkte einer Kategorie anzeigen möchtest. Was du auch machen kannst, du kannst solche Vergleichstabellen erstellen, wo dann für die einzelnen Produkte die Infos, die du in diese Tabelle einfügst, miteinander verglichen werden. Also hier habe ich jetzt den Preis jeweils angezeigt, dann haben wir die Bewertung und es wird hier auch angezeigt, ob das Produkt ein Prime-Produkt ist oder nicht. Und was du zum Beispiel auch machen kannst, du kannst einzelne Produktdaten anzeigen. Das ist das, was ich jetzt vorhin angesprochen habe, zum Beispiel mit dem Preis. Also wenn du in deinen Text den Preis für ein Produkt einfügen möchtest, dann kannst du mit AAWP einfach einen passenden Shortcode einfügen. Der würde dann in dem Fall so aussehen. Das heißt, du kannst es hier ganz normal in deinen Text einfügen. Und auf der Seite, scrollen wir mal hier runter unter die Bestsellerliste, genau auf der Seite, wird dann halt eben automatisch immer der aktuelle Preis direkt angezeigt. Beim Buch wird sich der Preis jetzt nicht ändern, aber hier, wenn du zum Beispiel bei den iPhones, wenn es jetzt hier ein Angebot gibt, dann wird halt hier trotzdem immer der aktuelle Preis angezeigt, ohne dass du dann noch händisch irgendwas anpassen musst. Diese Funktion mit den einzelnen Produktinformationen kannst du auch nutzen, um zum Beispiel nur die Bilder von einem Produkt anzuzeigen, weil du keine eigenen hast, dann kannst du eben die hier über das Plugin quasi direkt einfügen. Also das, ja, ist wirklich super praktisch. Generell werden alle Produktboxen und Listen und so per Shortcode eingefügt. Kriegst du hier schon mal einen kleinen Eindruck, wie das aussieht. Also das ist auch ziemlich simpel. Die kannst du dir einfach irgendwo abspeichern, genau, und dann eben jederzeit einfügen. Wie genau das geht und welche Möglichkeiten du noch hast, Produkte einzufügen, zeige ich dir in einem Extra-Video. Verlinke ich dir hier oben mal. Da gehen wir dann alle Varianten Schritt für Schritt durch und ich zeige dir genau, welche Shortcodes du dafür jeweils brauchst. Jetzt kennst du also schon mal die wichtigste Funktion von AAWP, nämlich Produkte von Amazon sehr anschaulich auf deiner Webseite einzubinden und vor allem auch die einzelnen Infos dynamisch zu
verwenden, sodass sie sich also automatisch aktualisieren. Es gibt aber auch noch ein paar weitere Funktionen, die ich dir jetzt noch zusätzlich vorstellen möchte. Ganz interessant ist nämlich zum Beispiel das Geotargeting, mit dem also Besucher deiner Webseite, die im Ausland sind, also nicht in Deutschland, dann, wenn sie auf deine Affiliate-Links klicken, auch zum richtigen Amazon sozusagen weitergeleitet werden und nicht unbedingt beim deutschen Amazon landen, womit sie je nachdem nicht so viel anfangen können. Also das kann auf jeden Fall ziemlich praktisch sein, wenn du auch internationale Besucher hast. Generell sind die Produktboxen und die ganzen Listen und Tabellen natürlich responsive. Das heißt, sie werden auch auf Mobilgeräten gut lesbar angezeigt. Für die Produktboxen zum Beispiel stehen dir außerdem auch noch zusätzliche Templates und Styles verfügbar. Also du kannst die auch dann noch individueller gestalten und hast da eben nicht nur dieses eine Design bzw. Layout sozusagen zur Auswahl. Und auch den Inhalt dieser Boxen kannst du individualisieren. Das heißt, dass du zum Beispiel einen eigenen Beschreibungstext oder einen eigenen Titel einfügst, anstatt den zu nehmen, der eben automatisch von Amazon eingefügt wird. Wie das funktioniert und was du generell dafür Möglichkeiten hast, sind nämlich eine ganze Menge, zeige ich dir noch in einem extra Video. Da kannst du dir das noch anschauen, wie du die Produktboxen individualisieren kannst. Außerdem gibt es bei dem Plugin eine Caching-Funktion, das heißt, die Daten von Amazon werden lokal zwischengespeichert, sodass sie nicht jedes Mal neu geladen werden müssen, was auf jeden Fall ja, sich positiv auf die Ladezeit deiner Webseite auswirkt. Du kannst AWP außerdem auch mit jedem WordPress-Theme verwenden, also da bist du nicht eingeschränkt und es ist außerdem auch noch von einem deutschen Entwickler. Das heißt, datenschutztechnisch musst du dir da auch keine Gedanken machen. Das war jetzt ein kurzer Überblick für dich über das WordPress-Plugin AAWP und welche Vorteile das hat, wenn du das quasi anstatt der normalen Affiliate-Links von Amazon verwendest. In den nächsten Videos werden wir hier noch tiefer einsteigen und ich zeige dir, wie du das Plugin einrichtest, wie du die Produktboxen und Tabellen und die ganzen anderen Funktionen nutzt und erstellen kannst, wie du die Boxen individualisieren kannst und so weiter. Die Playlist mit allen Videos zu AAWP, die verlinke ich dir hier und den Link zum Plugin findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn du Fragen zum Plugin hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Abonnier den Kanal für weitere Tutorials und wir sehen uns dann im nächsten Video.